Oh Gott. Okay, das wird ein langer Arbeitstag. Kommt einfach alles weg. Wenn wir die Müllabfuhr bestellen, holt er dann eigentlich alle Container ab? Oder nur den, der am vollsten ist? Muss alles weg, Nina. Alles raus, was keine Miete zahlt. Rudi friert? Rudi soll sich mal warme Gedanken machen. Zeug kriegt er jetzt nicht. Muss er sich selber holen. Was natürlich gar keinen Sinn macht. Was ist das hier eigentlich? Hä? Ich habe ein Minispiel gefunden. Oh, die Lampe hier drin ist ja mal richtig ätzend. Hört ihr dieses Surren? Lautsprecherbox weg. Oh, wir können Gitarre spielen? Moment! Schön. Applaus. Ich finde es sehr toll, dass Sally uns neue Emotes gegeben hat, Nina. Es haben zwar Aktualität 3, nur so Lückenfüller, aber das ist ja nicht mein Problem. Ich muss mal die Müllabfuhr bestellen. Aber ich weiß nicht, ob die kommt, wenn die Tankstelle zu ist. Zumindest kostet es uns nichts. Das ist Rudi übrigens, Nina. Ja, ich hatte... Ich habe 1,5 Stunden Kena gespielt heute und dann habe ich Kena ausgemacht und Sally an und dann ging das los mit den Subbomben. Ja. Ah, die Müllabfuhr kommt aber auch, wenn der Tankstelle zu ist.
Ja. Es ging mal richtig ab bei ihr. Aber verdient. Einfach 5 neue Emote-Slots an einem eine halbe Stunde gefühlt freigeschalten. Ja, die T3, die haben jetzt irgendwelche Reste bekommen. Aber ich denke, die wären auch was. Ich will das nicht. Aber ich muss, glaube ich, oder? Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich muss das Lager freischalten, ne? Jetzt. Cool, die Flasche, der Flaschendeckel ist grün. Jetzt habe ich auch so ein lustiges Spiel mit dem Greenscreen. Muss mehr trinken. Hier passen 2,2 Liter rein. Ja, ich muss mehr trinken. Und ich versuche alles, um irgendwie mehr zu trinken, aber es funktioniert einfach nicht. Okay, Mülltonne ist leer. Keyboard weg. Es steht ja nirgendwo da, dass wir das behalten müssen, das Zeug. Und am Ende räume ich das jetzt hier alles weg. Dann mache ich das Lager frei. Also ich gehe dann auf Lager wiederherstellen oder wie das heißt. Und dann geht das nicht, weil ich das Zeug weggeräumt habe. Das ist Wasser mit Instick. Geschmacksrichtung Hugo. Schmeckt gut. Also mit so Geschmackspulver. Das, was Gregor Onk immer bewirbt. Den behalten wir uns. Wo ist er? Ist gar nicht creepy, wenn du im Bett liegst. Oh, Waldmeister ist ja gar nicht so meins, ne? Das Thema hatte ich mit Susi letztens auch. Susi mag Waldmeister. Und ich bin gar nicht so der Waldmeister-Typ. Aber ist schon witzig mit... Aber wie gesagt, mich stört das, dass hier und hier... dass mein Stuhl so ausgeschnitten ist. Vielleicht gehe ich in meinem Urlaub mal gucken, ob ich irgendwo schwarzen Stoff herbekomme und nähe da irgendwie schwarzen Stoff drüber.
Ja, aber das Flackern kriege ich nicht weg. Das habe ich am Anfang vom Stream schon erzählt. Dafür habe ich nicht genug Platz, um eine ordentliche Belichtung hier hinzumachen. Weil erst hat man es besser gesehen, als der Greenscreen noch nicht da war. Ich habe halt direkt hinter meinem Stuhl ist meine Kommode. Das heißt, ich kann kein Greenscreen auf den Boden stellen und dahinter rein theoretisch einen Scheinwerfer, um den auszuleuchten. Ich muss halt so provisorisch... Habe ich die Paletten weggeschmissen? Ja, ne? Provisorisch irgendwie... Ich habe halt jetzt einen Greenscreen, der ist am Stuhl fest. Und selbst der... Also wenn ich jetzt aufstehen möchte, muss ich mich hier auch durchquetschen. Und ich finde so, wenn das Bild in klein ist, geht's ja noch. Wenn man auf Just Chatting, auf den Just Chatting-Kanal umschalten würde, sähe das mit dem Rand, glaube ich, richtig doof aus. Man sieht auch, wenn ich zur Seite gucke, glaube ich, so ein bisschen grün vom Greenscreen. Greenscreen. Aber die nächste Wohnung wird so groß, dass ich eine richtig coole PC-Ecke habe, wo dann auch ein ordentlicher Greenscreen hinpasst. Aber ich habe nicht vor, aktuell umzuziehen. Alles für den Dackel, alles für den Stream. Ja, Hausmeister Krause. Aber ich glaube, Hausmeister Krause, wenn man das jetzt gucken würde, wäre das, glaube ich, gar nicht mehr so cool. Ich glaube, das ist hauptsächlich in unseren Erinnerungen cool. Ich bestelle mal wieder die Müllabfuhr. Ich glaube, heutzutage würden wir uns fragen, was daran lustig war. Heutzutage fänden wir das einfach nur dumm. Aber das ist leider mit vielen Sachen so, dass die in Erinnerung sind, die ganz cool. Aber wenn man sich die Sachen jetzt nochmal anguckt, geht so ein bisschen der Zauber verloren. Ich dachte, man kann das Schild wegmachen. Aber das war vom Container. Aber ich frage mich, die Lampen können wir nicht wegmachen und die Gitarre mit dem Stuhl auch nicht. Dann, Nina. Wow, ich werfe einfach die Palette von links nach rechts. Super Müllabfuhr. Wir haben es bald. Puh.
halt ein bisschen doof, dass die eine Lampe dort jetzt so fliegt. So. Das ist der Sicherungskasten von Phasmophobia. Warum hält er das denn immer so weit unten? Ist es weg? It's gone. Sollen das hier reingehen? Wie? Ich wette, wenn das oben drauf liegt, nimmt er das nicht mit von der Müllabfuhr. Also das ist ein bisschen schwierig. So. Okay. Wir haben erstmal das Gröbste aus dem Lager, aber ums Lager rum ist auch noch Zeug. Ah, das geht nicht. Ach, das geht. Müllabfuhr.